So, keine Leute. Das Stockwerk ist bis jetzt angenehmer als das letzte. Weil wir sind ja hier keine Schießer unterwegs. So. Ansonsten ist hier nichts. Wir machen aber auch keine wirkliche Beute, muss ich ehrlich sagen. Also abgesehen vom Geld natürlich. Schon auf Healing. Können wir mal wegkippen. Das ist übrigens auch immer toll. Wie lange dauert es eigentlich, bis man dann Healing Potions erst ertrinkt? Exil Vitality, das nehme ich auch gerne. So, mehr mit. Wieder solche kleinen. Wobei ich nicht mal weiß, ob ich die töte oder ob sie Selbstmord begehen. So, hier ist der perfekte Punkt, wo ihr alle nach und nach ankommen und sterben könnt. Oh, noch mehr. I cannot carry anymore. Ja, das ist jetzt gerade praktisch. So. Wo haben wir angefangen? Hier. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier waren wir schon. Hier war hier oben lang. Ein Feld. Oh, ein Feld, wenn. Gewitter. Ein paar von denen. So, Gold. Unsere Kriegskasse. Healing. Mich gerne. Ja, hier oben haben wir alles. Also würde ich sagen, gehen wir da unten lang und dann an der am südlichen Kartenrand. Oder unteren Kartenrand, oder wie man es nennen möchte. Also dem hier. Dem südwestlichen Kartenrand. Da wir ja hier in Perspektive sind. Lang. Boxen alles um. Finden heraus, dass der Weg nach weiter unten genau um die Ecke war. Ja. Nächste Ebene. These lands shall be defiled, and our brood shall overrun the fields that men call home. Our tendrils shall envelop this world, and we will feast on the flesh of its denizens.
Man shall become our chattel and sustenance. Also ja, die Käfer. Wow. Torched. Da ist der Weg nach 4 gleich runter, okay. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es hier so klein ist. Was sagt eigentlich unser Charakter? Resist Fire ist 42, Resist Magic ist 0. Das erklärt, warum wir durch die Succubi und die Sanne. Book of Guardian. Hä? Warum wir durch die Succubi und diese anderen Augenviecher da so viel Damage kriegen. Venom Tail, okay. Okay, man merkt, jetzt wird's noch etwas. Oh, und sie haben auch Säure. Ja, ein Punkt rein. Ein paar Punkte hier rein. So. Gut. Und ja, Trefferchance ist mir jetzt gerade wichtiger als der Schaden, weil wenn wir nichts treffen, machen wir auch keinen Damage. So, und die Frage ist, macht die Säure mehr Damage oder die Spinnen an sich? Aber wenn es schon mal interessant ist, dass da Spinnen Säure verspinnen. So, hier ist sonst nichts. Der hat sich versteckt. Teil. Oh, Feuerwerfer. Ungefähr würde ich sagen, die Säure ist der wahre Schadensursache. Nicht die Spinnen. Wie machen wir das jetzt am liebsten? Wahrscheinlich wieder so wie oben. Das scheint nämlich genau dieselbe Map zu sein. Oder sehr, sehr ähnlich. Die lieber nach hier. So. Ja, bald ist es wieder mal an der Zeit, nach oben zu porten. Okay. Und ich habe eigentlich mir jetzt vorgestellt, dass das ins Auge geht.
Ah ja, man merkt, die Viecher halten nicht wirklich was aus. Und die werden viele jetzt langsam. Oh, das ist keine Deckung. Das ist nicht schön. Das ist zum Kotzen gerade. Die kommen da einfach wieder raus. Oh, Mann, sind die, diese Viecher sind lästig, ey. Ich treffe sie nicht mal. Das ist mir jetzt gerade wieder zu viel Feuer. Hallo, geht's euch noch gut? Wenn du ihn schon haust. Danke. Wie auch immer man sowas verfehlen kann, ey. Oder es aus der Ecke entkommen lassen, oder alles Mögliche, ey. Elixier auf Vitality und eins auf Dexterity, die sind beide gerne genommen. So, was ist hier unten gedroppt noch? Gold. Also ja, ihr seht, ich freue mich schon gar nicht auf... ...die untersten Ebenen. Hawk Demon.
Ich habe den Hawk-Dämon getötet. Kriege ich jetzt einen Keks? Ich nehme das als ein Nein. So, Spinne tot. Sagt dann Trank? Nein, sah so aus. Gegen die Kleinen habe ich absolut nichts. Finde ich genauso harmlos wie Gegner von der ersten Ebene. Nur, dass die wenigstens auf einen Zug kommen und ziemlich schnell tot sind. Ah, das heißt du Mistkerl zum Beispiel. I have no room. Okay, Book of Flame Wave. So, das heißt, ich nehme das. Porte mich hier raus. Geh erstmal identifizieren. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, was haben wir hier? Das nehme ich gerne. Mana minus 4. Okay. Charakter bitte mal aus. So. Wow, what can I do for you? Bow of Stars und Garnets Gemitter können weg. Schilder, Bögen. Nee, nicht wirklich. Oh, sehr viel Geld mittlerweile. Ein Blacksmith Oil. Ah, eine Squad of Town Portal. So, und die Sache ist noch zum Verkauf bei Adria. Komm, machen wir auch noch schnell. I sense a soul in search of answers. Book of Guardian. Better Wound.
Book of Flame Wave. Scroll of Flame Wave. Und Scroll of Firewall müssen das gewesen sein. Ja. Town Portal wollte ich rauswerfen. Habe ich schon rausgeworfen. Und ist das noch eine? Sieht fast danach aus. So. Geld. Das andere fertig. Ja, Mana ist niedrig, aber egal. Ich speichere hier jetzt und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.